Liebe Gäste, wir kommen am Ende einer wunderbaren Filmwoche mit wunderbaren Filmen und auch, wie ich jetzt sagen darf, weil es jetzt keine Anwalzerei mehr ist, mit wunderbaren Gästen willkommen hier zur Preisverleihung. Wir haben zu Anfang besprochen, dass immer wie alles am Anfang mit Marketing klingt, dass wir eine Filmwoche voller herausragende Produktionen würden anbieten können. Und zwar ein Programm, das sich des ganzen Reichtums dokumentarischen Arbeitens versichert, dass im dokumentarischen Arbeiten, das zu Ende erzählt erschien, neue Nuancen ergeben, neue Erzählweisen, dass der Dokumentarfilm immer noch intervenieren kann, sowohl in konkreten Politik, dass er sie wahrnimmt und deutlich macht, wie auch im Sinne einer nicht vereinnahmenden Reise in die Welt nach außen, und dass wir uns sehr freuen, dass dieses formale Angebot auf einer unglaublich hohen technischen, ästhetischen Qualität besteht und sich vorstellen kann. Und zum Letzten und für mich und für uns, glaube ich, am wichtigsten, dass die Filmwoche Runde, dass sie das will oder programmatisch fordert, ein Treffpunkt, eine Schnittmenge, ein Netz von allen Generationen von Dokumentaristen ist. Der Dreisatzpreis der 38. Duisburger Filmwoche geht an Chide Tom Akinleminou für Portrait of a Lone Farmer. Nicht verlieren, was. Er hat mal gesagt, das ist vor Jahren, als ich hier mal war, da hat er gesagt, über 40 kriegt ja keiner mehr einen Preis. Und das ist natürlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, weil ich ja schon mal einen bekommen habe vor vielen, vielen Jahren, 1992. Wir möchten noch eine lobende Ernennung aussprechen für Tower House von Karl-Heinz Klopf. Mich zuerst einmal bedanken bei der Duisburger Filmwoche. Ich habe es genossen, hier zu sein. Denn wir kommen zu den beiden Förderpreisen, Nachtpreisen nennen wir sie. Und der erste von den beiden Förderpreisen ist derjenige der Stadt Duisburg. Lass die Katze direkt aus dem Sack. Der Förderpreis der Stadt Duisburg geht an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Paduria Jekamunte Leves, Der Wald ist wie die Berge, von Christiane Schmidt und Didier Guignard. Der Familie Limbura und des gesamten Dorfes mit der Kamera lässt spüren, dass die beiden Filmemacher schon seit Jahren immer wieder den Ort besuchen. Danke, gerne. Vielen Dank an die Duisburger Filmwoche und das tolle Team. Ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Hier sprach der Preis, heißt der Film von Sabrina Jäger, die dafür die diesjährige Carte Blanche erhält. Herzlichen Glückwunsch. Die Rheinische Post hat ein Publikumspreis ins Leben gerufen und Peter Klucken hat sozusagen das Format erfunden, betreut seitdem die Jury. Der Preis ging an Gerd Kroske für Striche ziehen.
Ich freue mich, dass der erste Preis, den ich auf der Duisburger Filmwoche erhalte, obwohl auch schon mal 40 ist, ein Publikumspreis ist. Also ein Preis von denjenigen, die ich mit meinen Filmen erreichen möchte. Vielen Dank für diese Anerkennung, ihr und dein, euer Gerd Kroske. Ja, super.